Ach ja. So, hallo zusammen, wir spielen die Town Map. Noch haben wir 120 FPS, ihr könnt euch drauf verlassen, gleich geht's in den Keller. So, ich spiele es vor allen Dingen auf deutscher Seite, das ist ein bisschen ungewöhnlich, weil in letzter Zeit spiele ich sehr viel auf amerikanischer Seite. Einfach, weil es ein bisschen spannend ist, vor allem, weil ich nicht keinen Bock habe, allein zu spielen. So, wir spielen selbstverständlich die A-Linie und ich fahre eine APC, so schnell es geht, nach vorne. Willkommen zurück zu Jason General jetzt mal wieder. Hab ja wieder lange nichts aufgenommen, ist mir mal so aufgefallen. Und ich finde, es ist, da ich so viel auf Ami-Seite spiele, müsste ich mal ein bisschen noch meinen deutschen Account spielen, weil ich habe hier immer noch Veteranen, es hat immer noch wie 160 Tage oder so und das ist. Das nutzt sie einfach nicht, weil halt aktuell mein Fokus ein bisschen auf der amerikanischen Seite liegt, aber mein Main-Account halt auf der amerikanischen Seite nicht genug Zeug hat und ich auch nicht willens bin, jetzt um was hochzuschreiben. Wie immer sei, ganz wichtig, APC nach vorne fahren, hilft dem Team, also ich kann jetzt ein paar Teambefehle geben, dann freut sich jetzt mein Team. So, das ist eine 2-Linien-Attacke auf Karlovac, ich habe keine Ahnung, wo die Scheiße ist. Das ist B und A-Linie, A-Linie meiner Meinung nach die wichtigste Linie überhaupt, da ist schon der erste Teamkill, wunderbar. 30 FPS, großartig. Wo war ich? Ach ja, genau. Das Ding ist, A-Linie ist finde ich, ist immer noch. Der Gegner hat übrigens alles, inklusive diese Mega-Panzer. Wir haben Light-Tanks. Ja, das ist awesome. Light-Tanks, das kann ich nichts Besseres vorstellen. So mit so einem Lux kann man ja sicherlich eine Menge machen. Oh Gott, okay, Game Strikes once more. So, ich habe drei Leute angeschossen. Nee, warte, FPS sind im Keller, jawohl. Ich liebe es. Also, gerade hier draußen. Mal gucken, ob ich den Pulsschirm hier fühlen kann. Ich hab den Pulsschirm schon mal, habe ich mal für mich alleine. Oh Gott, was ist denn hier los? Ich hab das hier gerade alles ganz fürchterlich für mich. So, mein APC ist noch am Leben. Es gibt noch ein zweites APC, kommt das denn her? Na gut. Ich packe hier mein APC mit jede Menge Zurückhaltung und Vorsicht und irgendein Typ packt das direkt da vorne hin. Wo ich gerade auf, finde ich die A-Linie noch besser. Gegen die vielen Panzer allerdings könnte man sich das überlegen. Also, wenn wir nicht bald A3 kriegen, haben wir echt ein Problem, weil, A3. Weil, auf A2 kann man relativ gut festgesetzt werden mit Panzern. Deswegen sollten wir das Ding dann machen. Wird das nicht mehr erobert? Was ist denn hier los? Haben wir nicht eine Person auf dem Feld, die diesen Punkt hier mal erobern möchte? Doch, haben wir. So, den haben wir auf jeden Fall. Da drüben steht, sind hier 20 oder ist das ein Panzer? 2-2, das geht ja direkt noch. Ach ja, die erwähnten Paratrooper. Die ich nicht erwähnt habe, aber hier gibt es einen Fußparatrooper drin. So, schauen wir nochmal. Was haben wir denn hier? 30 FPS. Es kommt mir wie ruckliger vor, das ist irgendwie. So. Ja, nicht gerade wie das beste Handling hier gerade für das Spiel. Naja, was soll's. Wir sind hoffentlich schneller mit A3. Komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl, sind wir. Okay, das ist schon mal gut, weil. Nämlich, sonst hätten wir nicht. Wenn wir A2 verloren hätten, wäre hier ein erstes Problem gehabt. Das war hinten, glaube ich, unser APC. Ich sollte vielleicht mal einen guten Blick auf meine APC. Ich hätte vielleicht doch keinen guten Blick auf meine APC legen sollen, sondern lieber woanders hin. Egal, meine APC lebt auf jeden Fall aber noch. Ist natürlich die Frage, wie kriege ich das rüber zur A4? Ich könnte direkt auf den Spot fahren. Ist die Frage, ob ich das möchte. Wir müssen auf jeden Fall erstmal wechseln, weil wir müssen auf jeden Fall Panzer abwehren. So, das Ding ist, der aktuelle Krieg, ich hoffe, dafür gibt es, falls ich es noch nicht wusste, es gibt so ein lustiges Tool, oder gab es sowas, wo man sich die Kriege in Fast Forward angucken kann. Nicht für jeden Krieg, sondern nur für ausgelöste Kriege. Ich würde wirklich gerne den hier in dieser Schnellansicht sehen, weil der Krieg ist nämlich recht interessant, zumindest für die Deutschen, weil ich war jetzt ein paar Tage lang krank, das ist nicht gut verfolgen, aber so wie es aussieht, haben die Deutschen komplett Frankreich erobert, haben Marseille und Bordeaux gehalten. Ja, jetzt haben wir so die wieder verloren, das war in England aber auch. Und das Ganze ging auf jeden Fall jede Menge, relativ viel. Alter, was stirbt der denn nicht mal? Was ist denn hier los? Gut, jetzt ist mein APC anscheinend auch down. Das ist natürlich ärgerlich. Das hätte ich mir eigentlich nicht gewünscht, dass mein APC down geht. Spawnen wir ein neues. Okay, das ist großartig. So, jetzt haben wir nämlich ein dickes Problem. Der andere Typ fährt auch schon APC. Ist das ein echtes APC, was er nach vorne fährt? Oder ist das auch nur so ein Fake-Dings? Es ist ein echtes APC, ne? Immerhin etwas. Gut, das brauchen wir nochmal lieber noch unter Panzerschrecken, versuchen das nochmal auf den Deut. Auf jeden Fall recht interessant. Also die Deutschen waren wohl komplett aus. Achso, der das Kettenrad, das ist ja nicht. Die Deutschen wurden komplett aus Rom, Italien vertrieben. Mittlerweile haben sie wieder Italien und nur Italien. Aus Frankreich wurden sie wieder rausgeschaufelt. Das heißt, der Krieg ist wahrscheinlich bald vorbei, zumindest dieser hier. Aber an sich recht legendär. Ich weiß nicht, ob ich nach dem Krieg nur noch anderes spiele. Ich habe gestern zum Beispiel abends mit der Devil's Brigade zusammengespielt. War auch recht interessant. Ich sollte lieber auf den Spot gehen, 4-2. Ich hoffe, der Rest des Teams greift an. Also ich sehe schon, wir werden das Spiel hier verlieren, einfach weil hier der Zug fehlt, um hier irgendwie großartig vorzugehen. Ich spiele jetzt ja auch nicht gerade besonders gut, muss ich gebe hier offen zu. Oh Gott. Also wie auf der Hüste schießen gibt mir die Werte ein 40 irgendwie nicht halb so gut wie mit dem anderen Waffen.
Da meine ich namentlich die Tokarev und das andere Gerät hier. Garant heißt es. So, ich hätte irgendwo ein Kettenrad stehen. Das möchte ich aber eigentlich nicht mal nehmen. Warum ist nur sonst das Bohren? Also, dass das Kettenrad eigentlich sehr teuer ist, das Bohren. Könnte ich echt nicht machen, das aufzubohren. Teuer. So, irgendwie fährt hier auf jeden Fall noch dieser komische D20 rum. Ah, nee, ist es. Ah ja, LMG Assault 2 Silber. Jawohl. 2 Silber hat er ja schon. Krass. Also wenn ich hier noch ein bisschen weitermachen würde, könnte ich mein, ich habe mich übrigens ein bisschen getäuscht in dem B-Sturm. Der B-Sturm scheint hier recht gut zu erfolgreich zu sein. Vielleicht wechseln ja ein paar mehr Russen rüber zur B-Linie. Da ist der Typ. Krieg ich den noch? Ja, wo würden wir den halten? Der ist doch quasi schon da, oder nicht? Na, mich headshottet wieder weg. Nein. Na gut, war anscheinend sowieso der einzige Panzer hier bei den Bayern. Das heißt, ich wechsle mal wieder das Outfit hier und das können wir nehmen. Ich habe doch nochmal noch einen Level-Soldaten. Wo habe ich denn hier? Genau, meinen besten Mann. Ich muss sowieso noch ein bisschen leveln. Also, das ist ein sehr Level-Soldat. Das ist nämlich der Typ, der eigentlich Gewehr 43 aus der Hüfte schießt, warum ich das eigentlich gerade so gewohnt bin, dass ich damit eigentlich am Anfang noch treffe. Das ist ein bisschen leicht anders gemoddet mit der Feuergeschwindigkeit. Gewehr 43 kann man nämlich durchaus aus der Hüfte schießen. Der Typ schon mal 30, der hat schon mal 30. Okay. Ich muss mal kurz gucken, was das für ein Panzer ist. Wirklich, ist das ein T-34? Das war ein T-34 offensichtlich. Ein T-34, der aufgehört hat zu existieren. Das ist sehr gut. So, der Nachteil an diesem Soldaten hier ist leider, er hat kein Heavy Set. Also, doch, er hat Heavy Set, aber kein. Hä? Ach, das ist so eine Pinsel. Ich habe mich gerade mit der SDG darauf verlassen, dass der die Bude irgendwie da halbwegs im Griff hat. Gut, spielen wir den anderen Level-Soldaten. Es gab ja den Tag, gab es ja auf dem. Am Freitag war das, also letzten Freitag, von mir aus, von dieser Aufnahme aus gesehen, gab es auf dem Access Teamspeak-Channel, Teamspeak, falls ihr noch nicht kennt, gab es ein großes Q&A, also ein Question and Answer, Fragen und Antworten mit Reto. Da wurden vorher Fragen gesammelt und da fallen viele zum Beispiel so viele Fragen, wie zum Beispiel, wann gibt es eigentlich endlich mal das, die Anti-Panzer-Gewehr auch für die anderen Fraktionen? Die Antwort war schon bald. Also zumindest gibt's. So, ich muss diesen Panzer übrigens mal wegspringen, weil ich möchte nämlich aus. Warum erzähle ich euch? Das ist nämlich aus genau dem Grund, weil dieser Soldat hier, den ich hier gerade habe, der soll eigentlich das Panzerabwehrgewehr kriegen und deswegen braucht er Fastpilot dringend dafür, damit das besser und effizienter wird. So, hier steht so ein komischer. Ja, gut, das ist wahrscheinlich nicht mehr so wichtig. Deswegen braucht der H30, um Panzerabwehr zu leveln. Und gleichzeitig Fastpilot hinter mir schon wieder ein Typ mit der Deckdarre. Ah, ich hab den nicht gehört. Ich habe die Steps nicht gehört. Das ist natürlich sehr ärgerlich. So, darf ich mittlerweile wieder Moped spawnen? Dann würde ich mich auf Gewehr 43 spielen. Ja, darf ich. Wunderschön. Ja, auf jeden Fall, das soll der Soldat werden. Das ist, der hat Fahrergold. Obwohl sie wahrscheinlich nerven sind, in dem Moment die Antipanzerwaffe, in dem Moment die Deutschen die Panzerbüchse 38 kriegen, laufen sie wahrscheinlich das Ganze nicht mehr so schön kübel wegschieben können. Ich kann es mir zumindest nicht einer vorstellen. Andererseits ist Reto momentan auch damit. Ist okay, dass die Russen erlaubt sind, das komplett alle Jeeps wegzuroffeln. Naja, man wird sehen. So, unabhängig davon, versuchen wir nochmal nach A3 zu fahren. Wird bestimmt total gut. Oben in dem Gebäude steht wahrscheinlich immer noch Mr. Ne, nicht Mr. Deckdarev and Friends. Dieser Sessel wirkt hier ein bisschen anachronistisch, oder? Also mit einer Schaft, so verlieren wir A2, wir verlieren A2. Ist das euer Ernst? Wir sind doch nicht unbedingt schneller. Aber am besten will ich schneller. Ja, das ist natürlich sehr. Übrigens, die Typen in meinem Squad sind jetzt auch nicht so unfassbar gut. Gut, dass ich das. Jetzt geht hin. Na? Okay, gut. Wir fahren wieder zurück und fahren dahin. Na gut, so wie dazu. Also, das ist genau das Problem, was ich eigentlich habe, wenn ich immer Heroes and Generals alleine spiele. Deswegen kann ich das so ein bisschen verstehen, wenn man HG alleine anfängt, weil man da wenig Spaß dran hat. Heroes and Generals ist ein Spiel, wo man quasi einen Guide braucht. Man braucht jemanden, irgendwie, der einen an die Hand nimmt, das mit einem zusammenspielt. Und da muss man irgendwie trotzdem noch ein bisschen stressresistenter. Für mehrere Abende. Ich glaube, so einer. Wer bist du denn? Da war noch einer, ein dritter. Ja, jetzt haben wir nämlich einen Scheiß, jetzt haben wir nämlich A2 verloren. A2 zu verlieren ist in der Position hier schon sehr schlecht. Ich überlege gerade, ob ich die B-Linie wechsle. Oder warte mal, eigentlich wäre es am klügsten. Wir machen mal ernsthaft verwegen das. Wir schnappen uns mal ein APC. Hoffen wir mal, die Jungs hier A2 noch ein bisschen langer mit Schatten von mir. Die sind halt gar nicht viel zu spät gemerkt. Weil das ist natürlich eine Situation wie die hier. Das ist natürlich, von überlegener Qualität, wenn du jetzt einfach mal perfekt A2 ist neutral, das ist gut, weil das gibt uns nämlich Luft, wenn jetzt nämlich irgendwie jeder 4 Falkenberger da mal rüberlaufen würde, haben die jetzt alle geswitcht, ist nicht doof. Das ist nur ein anderes Squad auf der A-Linie. Das ist extrem dämlich, weil, ne? Ja, da sind noch ein paar mehr. Okay, nein, nein, nein,
Es sind noch ein paar mehr Leute auf der A-Linie. Alles gut. Guck mal, wir haben nämlich. Ach, das ist eine 3, ich bin auch doof. Wir gewinnen das anscheinend trotzdem. Die B-Linie ist anscheinend relativ stark vertreten. Weil man kann natürlich jetzt wunderschön, weil da ich das B4 natürlich. Ich habe mich gerade auf den Schrauben dabei, weil es ist nicht der Soldat mit Schrauben, logischerweise. Wohl beide Schrauben. So, dann können wir mich jetzt hier wunderschön mal eben sneaky von hinten ranfahren mit NPC. Hinten ranfahren. Eigentlich, wir fahren hier mal eben durch. Ja, das ist ja. Das ist relativ groß. Jetzt sehe ich dich hoch, oder? Okay, wir kommen anscheinend nicht hoch, das ist gar kein Problem. Aber wir haben ja immer noch B4, weil B4 kann man relativ leicht erobern mittlerweile. Und aber der Weg zu O2 ist halt ewig lang. Wenn man natürlich zwei Linien hat. Der Finsternis ist ja das Ding hier. So, dann habe ich irgendwo gesehen. Ja, habe ich leider gesehen. Das ist natürlich sehr ärgerlich jetzt. Parken wir aber trotzdem mal ganz dreist hier im Garten. Das ist gar nicht. Vielleicht ein bisschen weiter vorne parken. Das war jetzt vielleicht nicht der beste Ort zum Parken. Scheiße. Ach, echt jetzt? Der Typ schon wieder, ne? Das ist eine Nervensau. So, ist natürlich die Frage, reagiert mein Team schnell genug darauf? Scheint eher nicht. Aber wir können immer noch anscheinend, die A-Linie scheint irgendwie niemand zu interessieren, das ist nicht schlecht für mich. Ist natürlich sehr schade, dass der Großteil des Teams auf der B-Linie ist. In der Situation ist der Panzer. Weiß der von meinem APC? Das sieht nicht so aus, das wisst ihr von meinem APC. Na gut, dann werden wir den Panzer mal wegholen, weil der stört natürlich da trotzdem. Können wir nämlich mal kurz die Linie nutzen. Nein! Wird das nur gehackt? Rillhard, tu was! Ist es noch da, das APC? Ich glaube, es wurde gesprengt. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Na gut, dann so viel dazu. Ich hätte vielleicht reagieren sollen, wo ich von beschossen wurde, anstatt. Na gut, das ist natürlich. Das ist immer das Problem. Das vergesse ich viel zu sehr gerne, dass wenn man APC nach vorne fährt, dass nicht automatisch heißt, dass da Leute drauf spawnen. Sondern dass das erstmal, wenn du das alleine das APC fährst, ohne Zoom-Kommunikation. Das war ein Fehler in der Hinsicht. Jetzt haben wir so irgendwie viel. Das ist sowieso egal. Aber, dass da nicht automatisch Leute auf den APC drauf spawnen, um es zu beschützen. Den denn getroffen? Meinst du gerade, die sehen, wie ich gerade kartoffelartig in der Landschaft rumgeballert und trotzdem getroffen habe? Ich schieb's, wie gesagt, immer noch auf die FPS, wenn ich jetzt. Können wir den Sowjetoblaster da bitte mal weghauen? Danke. Ich werde da nervös, wenn ich sowas sehe, Freunde. Der Panzer gehört aber mit der anderen Fraktion. Du könntest vielleicht mit deinen T-70 da irgendwie vielleicht mal. Wer auch immer der Typ da mit dem Motorrad ist, dieser Abdruck. Na, ich kann leider kein Kyrillisch lesen, immer noch nicht. Habe ich mir noch nicht gelernt. Der wird definitiv zu spät kommen. Der Typ sieht mich leider. Okay, der muss weg. Wer auch immer da war. Ich glaube, das ist ein Gebäude neben mir. Hier, nehme ich mal an. Wahrscheinlich sterbe ich auch noch gleich. Hä? Was ist denn der? Ach, ich komme mit diesem neuen Gebäude immer noch nicht ganz klar. Das okay, den haben wir auf jeden Fall schon wieder. Madwin, das ist der, der scheint hier irgendwie öfter vertreten zu sein. Gibt es hier irgendwie Munition? Vielleicht glaube ich zwei. Okay, der scheint down zu sein. Das ist ja schon mal schön. So, Ali, wie gesagt, immer noch sehr schön. Auch wenn man nicht mehr direkt auf A4 spawnen kann, ist immer noch. Mag ich Ali immer noch sehr zum Schirm von U2. Einfach nur, weil es auf dem Feld ist, man nicht überhaupt. Wer, was? Wo denn? Der nie gesehen. Oh, Falkenberger hat auf jeden Fall was Innovatives vor. Also, das ist an sich eine schöne Taktik, bis zum Haupttor vorzufahren. Würde ich aber so seltenst machen. Also, da braucht man wirklich ein Team dafür, was das beschützen kann. Weil, guck mal, also, kannst du aus zwei Türmen und aus dem Haupteingang können da Leute kommen. Dann natürlich vom ganzen Garten können da überall Leute rankommen. Also, da braucht man schon Leute. Und das ist in diesem Fall hier. Dadurch, dass irgendwie. Wo sind eigentlich unser Team? Wir sind 19 Spieler. Und ich sehe hier irgendwie. Hier, da gibt es irgendwie. Das sind zwei Squads, die da rumgibt. Und wo ist denn der Rest vom Team? Also, die sind doch nicht alle tot. Hä? Was sehe ich, wie die Hälfte nicht ist? Wo sind die denn alle? Also irgendwo muss ja unser Team sein, ne? Ich frage mich wo. Also Falkenberger sitzt übrigens immer noch im Achso. Das ist seine Taktik. Na gut, machen wir das mal so. Ist bloß doof, wenn wir jetzt A4 verlieren würden, wa? Wie gesagt, ich schieb's mal auf die FPS. Mit 38 FPS ist halt echt nicht feierlich. Jetzt sind es gerade ein bisschen mehr. Ihr seht's hier oben. Ich war gerade dabei, ich gerade beinahe finanziell, reicht? Nein, reicht natürlich nicht. Wir verlieren A4 oder verlieren nicht A4? Ich hoffe, nicht schnell genug. Will ich der Panzer rumfahren? Ich hoffe sicherlich bald noch neue Panzer V60, wir müssen abwarten. Die spawnen zwar ein bisschen langsam, aber.
Hat sich angehört wie Medizinloch. War Medizinloch. Ich wäre sehr schön, wenn Falkenberger übrigens mal rinkommen würde. Ich weiß sogar sehr zu schätzen, dass er. Ja, was macht denn Falkenberger da überhaupt? Das ist eine. Boah, das ist eine Pflaume, dieser Falkenberger. Weißt du, der wäre deutlich nützlicher, wenn er einfach drin sitzt. Ich meine, er kann ja vor mir so im Turm sitzen. Das zieht nämlich auch als Capsule, wenn ich mich retten sind. Na gut, da ich gerade eine Tocker stehe. Eine Tocker sterbe ist natürlich auch nicht so schön. Wie gesagt, nicht die schönste Map zu spielen. Ja, welche Panzer haben die denn? Also, unser Glück ist anscheinend, dass die halbe russische Armee im Panzer sitzt. Das macht es natürlich leichter, hier irgendwie was zu handeln. Ich meine, die beiden Panzer da, die halten uns nicht auf. Und anscheinend hier mehr erlaubt ist, im APC zu respawnen. Wisst ihr nicht, was der Typ da macht? Weil er capped anscheinend ja nicht, weil ich sehe hier nicht, dass O2 angekappt wird. Dann hat Falkenberger, Jäger 4 Falkenberger hat dann einen Plan, aber ich glaube, jetzt hat sich's ausgeplant für ihn, weil. Und da die Panzer jetzt hier langsam hochfahren, in den Haupteingang. Ich denke mal, die haben das fett gekriegt. Ja, mal gucken hier. Warum muss hier eigentlich noch ein Panzer von 60 rumliegen? Oder? Nee, die haben sich ja bewegt. Liegt jetzt ja in der Capsule. Na gut, dann halt nicht. Ich glaube, es ist eh noch auf dem Dach weg. Ich glaube, ich habe da gerade was glitschen gesehen, oder? Ja. Diese verpackte Animation. Hammer war einer. So. Immer noch 2-2. Großartig. So, schauen wir nochmal. Eigentlich. Galerie. Ich kann mich jetzt endlich hier einen Hub runterbewegen. Das Problem ist, dass wir auch gerade A4 verlieren. Das ist natürlich irgendwie schlecht. A4 verlieren ist natürlich. Klar, das ist auch hier. Das ist ja schön. Das ist ja. Das ist ja schön und gut. So. Dann kriegen wir A4. Aha, ein Zufallstreffer gelandet. Wunderschön. So, und jetzt versuchen wir mal den größten Trickshot überhaupt. Man kann mich hier runterfallen, ohne Schaden zu nehmen. Ja, genau nicht so. Also, nur, ich glaube, das funktioniert tatsächlich nur mit Heavyset Gold. Aua, verdammt. Oder zumindest Heavyset Silber braucht man dafür. Okay. Das hat nicht gereicht. Das sollte eigentlich reichen, meiner Meinung nach. Was? Ich hab mich doch hingelegt. Hatten wir nicht mal Light-Tanks? Welche Linie sind die? Dann kriegen wir A4 wieder. Also wir haben das Gefühl, dass alle anderen Leute sich deutlich klüger anstellen als ich. Das ABC lebt ja immer noch. Ach, jetzt ist es blau auf einmal. Das ist ein Ding. Jo, die spawnen jetzt hier trotzdem mal mit Schreck. Das geht ja so nicht weiter. Aber wenn jemand mal das andere gucken dafür. Ich hab da hier irgendwo noch eine andere Schreck. Wo ist denn die jetzt hin? Da. Der Vorteil an diesen Soldaten ist einfach nur... Ach, ich würde da gerne spawnen. Danke, Spiel. Wo waren die Panzer? Ah, die Panzer sind natürlich leider auf der B-Linie. Ich habe keinen Bock, mit dem Lux bis davor zu fahren. Ich meine, der Lux ist zwar schnell, aber das ist halt ewig weit. Das wäre natürlich cool, mit dem Lux da jetzt einmal durchzuziehen, aber generell frage ich mich, wo die ganzen Leute in diesem Spiel hier sind. Weil offensichtlich ja nicht in O2. Ich meine, 4 Leute oder so sitzen im Panzer, das ist ja in Ordnung. 4. Potato Aim, Strike again. Also, wie hat sich das. Da bekleckert mich hier gerade nicht gerade mit. Gut, dass der mich nicht gesehen hat. Ich bekleckere mich hier nicht gerade mit Ruhm, wie ich hier schieße und handle. Das ist. War das gerade den hier Panzer? Dem ist klar, dass keine Punkte bringt. Gott. Ach, ich bin so tot. Doch nicht. Hätte der noch ein Team. So viele Raketen kann ich gar nicht bei haben, um die ganzen Panzer kaputt zu kriegen. Der Panzerfahrer ist, glaube ich, gerade ausgestiegen. Hier ist ja noch einer! Wie krass da aus. Ich bin ja mal gespannt, wie der T-38 mich kriegen würde. Ich habe eine Zeit, wa? Will ich noch mehr machen, die Aktion? Naja, hat sich gelohnt. Waren eh Raketen alle. Rate ich übrigens von ab. Achso, der kommt da gar nicht mehr. Ach, deswegen steht der Falkenberger so doof nicht rum. Der kommt da gar nicht raus. Ja, jetzt hier, jetzt ist doch hier der Sturm angesagt. Jetzt läuft das hier aber auch. Achso, Falkenberger Sniper. Ist genau so ein Typ wie ich. Ich habe nämlich meinen ersten APC tatsächlich auch auf meinen, auf den hier gekauft, auf meinen K98 Schützen. Und das ist natürlich irgendwie nicht so richtig gewinnbringend. Zugegebenermaßen. War im Nachhinein schon ein Fehler. So, was braucht man denn nicht eigentlich für den innerstädtischen Kampf, ja, genau. Ich glaube, ich bleibe einfach tatsächlich bei MP40 Dingsbums und Panzerschreck, weil tatsächlich ist der Typ hier braucht noch ein bisschen, der muss noch eigentlich noch ein bisschen gespielt werden, tatsächlich. Also, das sage ich bei den meisten meiner Soldaten. Also, richtig ausgespielt sind sowieso nur der Typ hier, der Typ ist ausgespielt
und der hier ist durch und der sind durch. Die anderen Soldaten brauchen eigentlich alle noch Training. Also das ist ja das Schöne und Schreckliche an Heroes in General. Das ist ja eine never-ending Story mit den ganzen Soldaten. Das ist ja, kannst ja immer weiter trainieren. Da gibt auch noch was anderes und Spezialisierung. Stell dir mal vor, du bräuchtest nur einen Soldaten. Du müsstest alle Batches nur einmal hochspielen. Wie ist die Mausenfähigkeit? Ach, kommt denn mal hin, die Scheiße. Was? Hä, der war doch gerade hinter der Ecke. Wie sehe ich die Russen gerade? Ich weiß auch nicht. Na egal, mein Team scheint ja gerade tot zu machen. Ich hoffe, irgendwann kriegt diesen Ostrix-Typen nochmal tot, während ich mir... Ihr könnt ja mal eine Runde MG42 spielen, ne? Das haben wir ja auch schon lange nicht mehr gemacht. Also... Ich möchte übrigens nicht zu Barilla spawnen, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich weiß, dass der ist der E4-Spawn. Also genau der. Da steht auch ein Panzer. Der hat sich gerade selber gesprengt. Was ein Genie. Ja, auf jeden Fall möchte ich da nicht spawnen. Es ist bloß die Frage, wie fahre ich jetzt am besten eigentlich ran an den Punkte? Weil das ist halt O1 zu erobern, ist halt mega behindert. Zumindest solange die E-Linie existiert. Einfach weil dieser E4-Spawn ist halt irgendwie der dritte Baustein, da irgendwie ranzukommen. Das ist halt... Weiß nicht, also ich sehe da Probleme dran, einfach nur an U1 ranzukommen. Wie gesagt, das ist mein MG42 Char, der ist ein bisschen. Ist das schnell? Oh, nice. Okay, gut, das ist natürlich spannend, sag ich mal. Wir fahren, versuchen mal über die Ziellinie zu fahren. Das Problem ist natürlich, dass irgendwie die ganze Stadt mit Panzern voll ist, ne? Schauen wir mal. Hier tun können. Deswegen keine einfache Situation. Wir sind auf jeden Fall schon mal deutlich weitergekommen, als ich dachte, dass wir weiterkommen. Wenn wir jetzt U2 nicht wieder verlieren, dann brauchen wir ein bisschen Zeit, aber prinzipiell bin ich ja nicht recht stolz auf was mein Team erreicht hat. Also mein Team, ja, nur ganz an den hier. Also das ist eigentlich recht respektabel. Der Großteil des gegnerischen Teams sitzt halt im Panzer. Das ist halt nervig, aber da kann man eigentlich mit klarkommen. Also wir können jetzt natürlich die langsame Route gehen, jetzt hier einen Panzer nach dem anderen wegspringen. Das hier immer noch. Das fühlt sich einfach nicht flüssig an, das Spiel für. Also das spielt sich echt nicht gut. Ja, wahrscheinlich ist hier auch nicht unbedingt ein Sniper. Also. Wir müssen natürlich über die letzten einsamen Typen finden, wenn wir O2 verlieren. Also, das ist relativ schnell weg. Das ist schlecht. Von alleine kann ich nicht machen. Das hat das Problem, wenn du. Ach, der ist mit dem. Das hat das Problem, wenn du. Scheiße. Das ist natürlich doof. Wir haben zwar noch ein bisschen Zeit, zurückzuerobern. Das kriegen wir wahrscheinlich noch hin, aber. APCs haben wir nicht mehr. Massig. Achso, Falkenberger hat schon wieder sein gewinnbringendes APC nach vorne gefahren. Guter Mann. Der Falkenberger ist da wirklich sehr hinterher, hinter das APC fahren. Verloren, großartig. Ich kann hier wissen, noch ein paar Russen. So gut ist das MG42. Na, willst du es aufnehmen? Ich werde es nicht aufnehmen. So, Falkenberger ist auf jeden Fall wieder der Held des Tages. Problem ist, wir haben O2 nicht mehr. Falkenberger fahrt scheiße APC zurück. Na gut, dann spawnen wir halt was anderes. Ich bleibe mal bei MP40 Dings und warum kann ich. Ach, sie haben keine Kübel mehr, wa? Nein, keine Kübel mehr. Warte mal, wir haben auch keine Moppets mehr. Gut, schlecht. Das ist ein Problem. Dann spawnen wir was anderes, weil. Nee, nicht den hier. Wir haben noch APCs tatsächlich. Ich fahr mal ein APC nach vorne. Eigentlich sind da noch genug Leute. Das Problem ist halt aktuell, ich bräuchte eigentlich was anderes. Also wie die Lage jetzt gerade ist, kann ich jetzt da spawnen, aber ich spawne jetzt ja relativ frei im Feld. Da möchte ich ja nicht ungern ohne fernreichende Waffe spawnen, obwohl die MP40 wahrscheinlich, spielen, wenn ich nur zwei drin bin, das bessere Gerät wäre. Naja, sei es drum. Mal die Panzer ein bisschen weg, die hier nur im freien Feld stehen, zum Beispiel der da. Ja, das Problem ist, die T-38 zu treffen, ist auch wieder so eine Geschichte für sich. Die sind halt so flach, die Scheißdinger, das kannst du knicken. Ja, die Rand bemerkt man so ein bisschen, ne? Der Mariposa-Typ nochmal rausguckt? Er ist Marabiosa. Trau mich nicht so richtig nachzuladen. Junge, Deckung ist hier nicht. Ich habe ein bisschen den Nebel vergessen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe noch drei Schuss drin im Magazin, das ist nicht gut. Aber eigentlich kann ich auch mal die Linie nur zum Nachladen. So, Falkenberger räumt das Ding auf. Anscheinend nicht. Hat der so lange?
lange weg, der Typ. Ich bin auch dämlich. Ja. Wo ist denn aber, wo ist denn der Typ hin? Ich hab den gar nicht rausrennen sehen. Dass ich durch meine geniale Aktion hat ins Boxhorn gegangen. Ding, ich weiß noch nicht, was ich jetzt besser machen soll. Das ist, ach, als Einzelperson. Und wie kommt es mir also immer mehr so vor, würde ich als Einzelperson immer mehr verlieren. Das also an Bedeutung. Ich hatte irgendwie, ich weiß nicht, warum, wo das jetzt kommt, weil eigentlich hat sich nichts geändert, was das beeinflusst. Ich hatte zumindest früher das Gefühl, dass ich als Einzelperson irgendwie mehr, mehr das Spielgeschehen beeinflusst wird. Und jetzt ist es irgendwie so. PTRD. Ach, scheiße, ich habe da die Schritte gehört, direkt vor mir. Warum reagiere ich dann drauf nicht? Und das ist schon wieder so ein Kackpanzer. Ich spawne jetzt einfach mal mit in der Landschaft, oder? Ich müsste eigentlich auf Rillard spawnen, weil der gute Mann hat wahrscheinlich gleich Probleme. Zumindest ist der PTRD-Faggot weg. Das ist schon mal viel. Nein, Rillard, wo fährst du hin? Rillard hat keine gute Situational Awareness. Ja, genau, jetzt haben wir nämlich das Problem. Ich hoffe, der T26 hat aus irgendwelchen mir völlig unerfindlichen Gründen den Panzer nicht, den APC nicht gesehen. Er hat natürlich, warte mal, da hat das APC zwar gesehen, aber. Wir haben den Spawn ja nicht mehr, oder? Doch, wir haben den Spawn noch. Okay, das ist natürlich mega günstig. Und dann können wir nämlich hier mal eben handeln. Kinnas! Was hat der denn da gemacht? Lol, was? Ihr solltet vielleicht mal aufhören, auf so einen scheiß Panzer rumzutanzen. Also wirklich, wenn Leute reporten, wenn man auf dem Panzer drauf sitzt, wenn man die H3s packt, da ist man noch ein bisschen selber dran schuld. Also, laufen wir übrigens alle gerade ein bisschen dämlich ins A-Loch rein. Das ist tatsächlich das Loch auf der A-Seite, das ist das A-Loch. Scheiße. Ich sollte echt mit den Sprinten aufhören. Das ist nicht gut, wenn man irgendwie vor Ort noch in nächster Zeit was zu treffen. Gut, ist er immer noch da oben irgendwo. Was? Was? What? Wie hat der mich denn bitte schon gewonshottet? Ich habe ja wie eine Silberfrontblase. Oh, du weißt, wie hat der das gemacht? So, wir verlieren A4. Ich hoffe hier. Ne, wir haben B4. Okay, nevermind. Alles gut. Ja, der Mangel an Fahrzeugen ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Hier jetzt hier. Vor allem, wenn ich jetzt wieder ranrenne. Aber. Ist gar kein Problem gerade an sich. Tatsächlich würde ich mal eben auf die. Ja, können wir Falkenberger sind ewig nicht mehr nutzen. Das ist natürlich auch dämlich. Ich hatte gerade die tolle Idee, vielleicht doch mal auf die A-Linie zu. Ach. Da kannst du auch nichts spawnen, was nicht eine Panzerabwehrwaffe bei hat. Und eigentlich will ich sogar eine Schreck haben. Weil ohne Schreck ist auch scheiße. Zumindest scheinen die Russen sich heute stark darauf verzichten zu können, irgendwie mit. Ein Pick Engel to High? Das ist ein scheiß T-70. Okay, soviel zum Thema: die Russen verzichten heute auf Snipen. Da hinten rennen immer noch die Paratroopers lang, das finde ich natürlich super. Verschwendet mal schön die guten Ressourcen. Also Paratroopers kosten ungefähr viermal so viel Warpons wie normale Infanterie. Schießt doch nicht. Keine Ahnung, von wo. Wahrscheinlich erfahre ich gleich, wenn ich sterbe. Oder. Dann gehen wir einfach mal auf den Spot. Was man von hier draußen kann. Okay, gut zu wissen. Ah, wieder. Und ich bin fast tot. Und wir haben natürlich kein Medipack. Und es gibt natürlich auch kein Medipack. Na gut. Okay, machen wir jetzt wieder da. Wir könnten einen Turm losgehen. Ich glaube, da hat natürlich einen Taktaturm. Was ist der da? Gestern gerätselt, wie ich den Taktenturm auf Englisch nenne. Dann habe ich den auf Roof Tower geeinigt. Aber so richtig sicher war ich mir aber auch nicht. Meine Roof Tower macht zumindest Sinn. Okay, da war noch einer. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich noch einen gerade gesehen habe auf der anderen Seite zum Dach. Da war das Lack mit mir, oder? Der Typ hat auch wie eine Linsfoot gehabt, als ich. Hä, wie hat der mich denn schon getroffen? Der hat nur einen so kleinen Balken da Schaden gemacht. Was? So, was haben wir denn hier? 2-1. Da bin ich ja gerade mal recht die Sekunde nochmal runtergesprungen, sodass wir den Punkt nicht verlieren. Sehr günstig von mir. Fuck. Und ich bin gestorben. Ach, von da auch noch. Ach. Ich weiß nicht so richtig, was das hier. Junge rechts und die. Ach, man hat es doch gesehen. Ach, ich weiß nicht so richtig, was der Typ da vorhat, aber im Prinzip haben wir AU2 noch nicht sicher genug, als dass man das hier machen kann. Und ich fahre jetzt aber mal ein APC nach vorne, wenn wir noch eins haben. Wir haben noch ein APC. Das Problem ist halt, dass das. Wir haben AU2 halt beim besten Willen nicht sicher. Das Spiel ist in dem Moment vorbei, in dem wir AU2 verlieren. Das heißt, man kann da einfach nicht so aggressiv vorlaufen wie in dieser Situation. Das geht einfach nicht. Ach, Menno. Wie kann man nur? Schlimm, schlimm, schlimm.
Heißt übrigens Falkenberg und nicht Falkenberger. Nein. Ich finde ja, dass ich Falkenberger nennen sollte. Ich kann nicht so trinken im Rechnerstück. Ist natürlich auch ärgerlich. Ach, zumindest hält sich Jäger vierten Grades Falkenberg an seine Befehle. JG kann für nichts anderes stehen als der Jäger. Ich war selber ein Jäger einstmal. Das ist eine tolle Rangbezeichnung. Das ist, also bei der Bundeswehr ist es so, dass die ersten man kennt ja immer Schütze Arsch, aber es gibt tatsächlich noch ein paar mehr. Es gibt dann auch Jäger, Flieger. Also mit Flieger sind das die von der Luftwaffeln. Und das ist, ich war halt ein Jäger, das ist mal ein Jäger. Es gibt noch Pioniere und die Panzergrennies. Wo sehen wir zum Beispiel Panzergrenadier? Ja. Panzergrenadier-Bürger-Meldung. Also mein Cousin und ich haben den gleichen Nachnamen. Das ist sehr witzig, weil der war da zu meiner Vereinigung mit dabei und dann haben mich die Kameraden immer gegrüßt. Ja. Nicht sterben. Bin ich gestorben. Haben mich meine Kameraden halt gegrüßt bei meinem Namen. Mein Cousin war mega irritiert, weil er hat halt genau den gleichen Namen und das ist... Ich glaube, das ist meine Vereinigung. Na gut, ja klar, die haben mich nur mit Nachnamen angeredet. Dienstgrad wäre es aufgefallen, weil ich meine, sind wir zu dem Zeitpunkt schon okay? Ich war noch nicht, ich war immer noch Jäger. Ich bin irgendwie interessiert, ich habe die Kämpfe tatsächlich jetzt immer noch verlassen. Ich bin nie mehr geworden. Könntest du bitte aufhören mit deinen Scheiß-Stil hier? Okay. So. Das nennt sich übrigens ein Deathwing, meine Damen und Herren. Ein sehr solides Gefährt. Okay. Jetzt hier 38T und ach man, weil man nicht rennen kann beim Nachladen. Das ist so behindert. So, jetzt ist die große Frage, hat irgendjemand diesen scheiß 38T gesehen oder lassen sie ihn? Nein. Also ich finde es übrigens beeindruckend, wie die Russen einfach deutlich besser spielen als die Deutschen. Guck jetzt mal an hier, da ist sofort einer mit Bock sofort zum APC gefahren, um das Ding kaputt zu hauen und Rillard rennt einfach weg. Ja, ist Rillhard und nicht Rillard, aber ja, auf jeden Fall, ja, da ist mein APC down, hat sich ja keiner darum gekümmert, ist ja nur ein APC, ist ja nicht wichtig oder sonst irgendwas. Wir verlieren nur O2, das einzige Dev-APC, was wir haben, muss man nicht beschützen. Totaler Quatsch, rennen wir weg, wir verlieren O2. Ja, so dumm kann es sein, ich habe irgendwo gerade irgendwie einen Tokarev gehört, wenn ich das richtig verstanden habe da hinten. Okay, ich bin jetzt nicht drum kümmern, weil ich muss nach O2. Wahrscheinlich schaffe ich es eh nicht rechtzeitig, wenn mein Team zu dumm ist, ein APC zu beschützen. Ich hab's. Gut, ich höre eine PTRD. Ist aber auch egal, weil das Spiel ist vorbei. Na gut, so viel dazu. Das war dann auch mit Nintendo heute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Tschüss.